Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Mit Schwester Katharina, ich bin Franziskanerin in Olpe und lade Sie herzlich ein, jetzt mit mir zu beten. Was würden Sie von jemandem halten, der mit sehr jungem, aber ernstem Gesicht und Lilien in den Händen dargestellt wird? Wahrscheinlich, dass da jemand ziemlich fromm und nicht so lebenstüchtig beschrieben werden soll. Bei Aloysius von Gonzaga, an den die Kirche heute denkt, war das aber völlig falsch. Aus reichem Haus stammend wird er Mitte des 16. Jahrhunderts Page am Hof König Philipps II. In Madrid. Mit 17 Jahren erlaubt ihm sein Vater nach echt hartem Ringen, dass er bei den Jesuiten eintreten darf. Bei einer Pestepidemie in Rom steckt er sich an, da er ohne Schonung und ohne Vorsicht die Pestkranken pflegt. 3 Monate später, im Jahr 1591, stirbt er an der Pest. Irgendwie passt das reale Leben dieses Jesuiten also überhaupt nicht zu dem, wie er später dargestellt wird und wohl auch rüberkommen soll, wie man heute sagen würde, weil er zum Patron der Studierenden ernannt wird und wohl als liebenswürdiger, frommer und in sich gekehrtes Vorbild taugen soll. Alles zur größeren Ehre Gottes ist eines der Leitworte der Jesuiten. Und das hat Aloysius wohl sehr handfest und energisch und mit Herz und Hand ausgeführt und nicht auf sich selbst und sein Ego geachtet, sondern auf die Menschen, die seine Hilfe brauchen. Ich fand dieser Tage die Zeilen von Mutter Theresia, die ziemlich genau auf das Leben des heiligen Aloysius passen. Mutter Theresa schreibt: Die Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch. Liebe diese Menschen trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden dich die Menschen beschuldigen, dabei selbstsüchtige Hintergedanken zu haben. Tu trotzdem Gutes. Das Gute, das du heute getan hast, wird morgen schon vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Die Menschen bemitleiden Verlierer, doch sie folgen nur den Gewinnern. Kämpfe trotzdem für ein paar von den Verlierern. Die Menschen brauchen wirklich Hilfe, doch es kann sein, dass sie dich angreifen, wenn du ihnen hilfst. Hilf diesen Menschen trotzdem. Gib der Welt das Beste, was du hast, und du wirst dafür zum Dank einen Tritt erhalten. Gib der Welt trotzdem das Beste. Letztendlich ist dann alles eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.